Hallo, grüßt euch zu einem neuen Video hier auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich riesig, dass ihr da seid. Heute geht es genau um diese hier. Bremsbeläge auswechseln, hier an der Magura MT5, MT7, schon das gleiche. Uncut, also lang, wie es wirklich auch dauert. So machen wir das heute einfach auch mal, dass ihr auch seht, dass auch ungeschönt so Videos funktionieren und wie es dann auch wirklich von der Zeit her dauert. Das Rad rausnehmen, denke ich, ist obligatorisch. Das machen wir jetzt einfach noch. Und dann dürfen auch die Beläge raus. Es ist klar, mein Rad ist dreckig. Das hat auch einfache Gründe, weil ich gerade hierher gefahren bin. Und ich denke, aus dem Leben raus putzt wahrscheinlich nicht jeder sein Rad jeden Tag 5-mal. Und deswegen habe ich es einfach auch so gelassen, wie es wirklich gerade ist. Ich freue mich auf die Kommentare, die alle unter dem Video stehen werden über das ungeputzte Bike. Naja gut, machen wir mal weiter. So, dann lösen wir mal die alten Beläge raus. Die Schrauben sind eben handfest angezogen, die sind glaube ich 2 Newtonmeter, 3, also nicht wirklich viel. Die müssen ja auch keine Kräfte aufnehmen, sondern nur quasi die Beläge in der Position halten, weil die ja magnetisch eh fest docken an den Bremskolben. So. Nein, geht noch nicht. Können wir also einen Schraubenzieher nehmen dazu. Ich bin immer ein bisschen ein Freund davon, dass ich einfach auch das Werkzeug nehme, das man halt einfach auch zu Hause hat dafür und nicht den riesen Werkzeugkasten. So, Schrauben sind raus. Die können wir wegschmeißen, die sind beim Lagsatz neue dabei. Die ist auch gut gelitten schon, klar, die waren jetzt auch schon ein paar tausend Kilometer drin. Ich glaube so 1,8. Und halt vor allem halt auch im Sauwetter, hier wo ich gefahren bin. Im Regen, stehen ja nicht ganz, aber im Regen auf jeden Fall. So, dann ziehen wir die Beläge nach unten einfach raus. Kommen nach oben raus, sind ja schon im Prinzip egal. So, und da haben wir sich jetzt unsere Beläge. Man sieht schon recht schön. Die haben schon die besten Tage hinter sich, wie sie abgefahren sind. Machen wir nachher ein Vergleichsbild mal rein. Oder jetzt gleich, wie es aussieht, wenn die Beläge neu sind. Schaut mal, da haben wir jetzt gerade die beiden Beläge. Einmal den alten, den ich gerade ausgebaut habe. Der sieht dann quasi so aus, also sprich noch unter einem halben Millimeter Material drauf. Und hier haben wir 10 neuen Belag, da sind mal locker 2 plus Millimeter Fleisch drauf, um vernünftig zu bremsen. Das heißt, da sieht man schon recht schön hier an diesem Belag, bleibt ja stehen, ja gut, fällt um, sieht man schon mal recht schön, wie diese Beläge einfach dann auch verschlissen sind und sie einfach gewechselt werden müssen. Das andere Perle genau das gleiche, das darf jetzt auch raus, kann man nach oben rausziehen. Und da sehen wir das gleiche, der eine Belag ist fast aus Blech runter. Würde ich auch nie ganz so arg ausreizen, diese Geschichte, weil das Problem ist oftmals, wenn man das zu arg ausreizt, dieses Thema Bremsbeläge. Man hat dann immer mal eine größere Tour vor sich, die überraschend kommt und der Belag ist einem dann runter. Das macht nicht wirklich Spaß, deswegen würde ich es nicht allzu arg ausreizen. So, Beläge haben wir raus. Dann nehmen wir mal einfach mal einen ganz normalen kleinen Reifenheber, klar. Und drücken mal die Bremskolben, die innen drin sind, wieder zurück in die Position, wo sie eigentlich hin müssen, nämlich auf 0 komplett rein. Und dazu nehmen bitte keine metallischen Sachen, sondern einfach nur schlichtweg so ein Bremsenheber reicht dafür völlig aus, oder ein Felgenheber, so rum. Ein Bremsenheber, ja. Ein Felgenreifenheber, damit die dann auch zurück sind, da wo sie hingehören. Dann gehen wir ans Putzen. Mal den Dreck innen rauskriegen. Jetzt sprühe ich das Tuch immer ein, nicht den Sattel, sondern das Tuch. Und dann ziehe ich das einfach durch und dann bekomme ich das relativ schön und schnell da innen alles mal halbwegs sauber. Ja, wenn es reicht, muss man mal nacharbeiten. Könnt ihr da auch ein Alkohol nehmen dafür. Dazu müsst ihr das nicht einmal den Bremsenreiniger nehmen, je nachdem, was ihr da lieber nehmt. Völlig egal. Soweit. Dann nochmal äußerlich die ganze Sache sauber machen.
Soweit, auch wieder sauber. Schauen wir mal nach, ob auch wirklich die kompletten Bremskolben auf Null sind. Das heißt, schieben wir nochmal zurück. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen dreckfrei. Jetzt kann man ja auch besser arbeiten, ohne sich allzu arg einzusauen. Sieht aber echt gut aus. Ja, passt. Dann nehmen wir unsere neue Beläge. Die sind jetzt vom Prinzip her egal, welche man wohin machen, weil die sind alle gleich dick. Man soll nur aufpassen, nicht allzu arg vorne drauf touchen auf die Belagsflächen, weil Fett und Bremse ist so eine Sache, was nicht wirklich mag. Und die packen wir dann einfach hier jetzt ganz gemütlich rein. Wieder. Bitte oben jetzt keinen Bremshebel ziehen, sonst habt ihr nämlich die Bremse zu und habt ihr nämlich ein Problem, was weniger schön ist. Dann wird die Belagshalteschrauben rein. Und ihr seht, das ist eine super easy Geschichte. Wirklich jetzt hier uncut in diesem Video, dass man einfach sieht, dass es nicht wirklich viel Aufwand darstellt und einfach auch sinnvoll ist. Wir sollen nachschauen, wenn wir es drin haben, die Beläge, dass man sie halt auch noch einbremst. Das heißt, einfach jetzt nochmal einmal die Scheibe kontrollieren auf Mindeststiege, das ist auch klar. Aber dann halt jetzt wirklich mal so 20, 30 Kilometer fahren, die Bremsbeläge und Scheibe einbremsen. Das heißt halt immer so auf 20, 30, 40 km/h hochbeschleunigen und runterbremsen so auf 2, 3, 5, 6 km/h. Also immer ausrollen lassen, nicht blockieren lassen. Und dann passt das auch schon. Und dann muss man gucken, sobald die Bremspower zurückkehrt, merkt man relativ schnell, ob dann auch wirklich wie die komplette Bremspower hat. Dass wir das Rad einbauen. Und das heißt gleich, ob wir es ordentlich gearbeitet haben beim Drückdrücken der Bremskolben, dass es auch wirklich reinpasst. Da jetzt sorgsam sein und nicht sorgsam arbeiten und nicht irgendwie nachhudler, weil wenn man da jetzt natürlich das reinwirkt und mit diesen Kanten die Bremsbeläge beschädigt von der Scheibe, also mit so einer Kante, dann war die ganze Arbeit, ansonsten war der Belag ist kaputt. Das wäre weniger schön. So, und jetzt ist unser Rad drin. Mal kurz gucken, ob er auch wieder Bremspower hat. Die Schaltung wieder einhängen, macht Sinn. Jetzt. Jo. Es bremst erstmal. Das heißt, einfach jetzt nochmal rollieren, dass er aber nicht schleift. Hört man ja aber eigentlich relativ schnell, wenn die Bremse schleifen würde. Dann halt nochmal nachstellen, zum Beispiel beide Schrauben aufmachen, die Bremse oben anziehen und dann mit gezogener Bremsgriff wieder anschrauben, die zwei Schrauben. Dann ist sie im Regelfall schon zentrisch. Also eigentlich eine relativ einfache Nummer. Mal sehen, es dauert ungefähr jetzt 10 Minuten pro Rad, die Bremsbeläge zu wechseln. Sollte man einfach tun, immer wieder mal, wenn sie runtergefahren sind, weil es einfach so ein Sturz ein bisschen gefährlich werden kann. Soweit dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.